Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Tank Warrior Guide, zu dem Defensivkrieger, Schutzkrieger auch genannt. Ich zeige dir, wie du deine Talente verteilen kannst, was für Artillerie-Sachen du einstellen solltest, welche Fähigkeiten und welche Rotationen wichtig sind. Und du wirst von mir auch erfahren, wie du deinen Charakter ein bisschen verbessern kannst durch Verzauberung und Co. Also nach einem kurzen Intro geht's los. Bleib dran. Ja, fangen wir als allererstes mal mit den Talenten an. Die Talente sind eigentlich auch relativ leicht gewählt. Da gibt es im Großen und Ganzen ist für Raid und für M Plus ist ein bisschen ähnlich. Allerdings gibt es da kleinere Unterschiede. Und das ist so eher mehr, wie man es persönlich ja präferiert. Denn ganz wichtig am Anfang, auf ins Getümpel, Getümpel sag ich schon, Getümmel. Jeder Gegner oder Verbündete innerhalb von 10 Metern und ihr seid vorne und die Minis sind auch vorne. Also ihr könnt da bis maximal 15% Tempo zusätzlich dazu gewinnen. Das bietet sich hier an. Die nächste Sache ist knisternder Donner oder Riesenschritte. Ich persönlich bevorzuge knisternder Donner. Würde ich auch gerade vielleicht Anfängern im Tank-Business empfehlen, denn knisternder Donner hat dadurch 50% mehr Reichweite, kriegt ein bisschen mehr von den Gegnern mit rein und werdet ihr auch relativ häufig verwenden, denn das Teil der Basisrotation, von daher bietet sich das da an, hat man einfach mehr Range von der ganzen Geschichte. Das ist nochmal halt einfach fürs Wohlfühlen beim Tanken, ja. Riesenschritte, falls ihr euch schnell bewegen müsst, von A nach B einmal springen, dann hat man auch einen geringeren Cooldown auf die Fähigkeit mit dem Sprung. Genau, hier heldenhafter Sprung heißt er. Ja, empfiehlt sich da an der Stelle natürlich auch. Wenn ihr da ein bisschen sicherer seid und hier genau wisst, wie die Range von Donnerknall ist, bietet sich da an. Was kann man noch machen? Unaufhaltbare Macht solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Denn ihr verwendet auch den Avatar häufiger und dadurch wird der Schaden von Donnerknall erhöht und ihr könnt es häufiger einsetzen. Perfekt. Also dann haben wir noch mehr Reichweite, können es häufiger einsetzen. Easy. Wappen würde ich auch nehmen, denn die Abklingzeit von letztes Gefecht wird halt um 60 Sekunden verringert und alle Nahkampfangriffe können dann geblockt werden, wenn wir letztes Gefecht aktiviert haben. Dadurch nehmen wir den physikalischen Schaden raus und haben halt nur noch magischen Schaden, wenn der dort eintritt. Auch eine ganz gute Geschichte eigentlich. Dann haben wir im nächsten Trade entweder die Wahl zwischen bebende Erde oder Sturmblitz. Sturmblitz macht in mythischen Dungeons schon sehr Sinn, weil man kann dadurch noch einen Gegner auf einen, man kann seine Waffe auf einen Gegner schleudern und dadurch wird er dann 4 Sekunden lang betäubt. Ist gerade bei Castern sehr effektiv oder bei Gegnern, die weglaufen, bei Gegnern, die gestunt werden müssen. Ja, bei Erdtal-Dazar, der Endboss zum Beispiel, wenn die Seelen da aus euch rausbrechen, bietet sich das da an, einmal die Seele damit zu stunnen. Oder damit könntet ihr eine Seele stunnen, die von dem DD wegläuft, zu euch zum Boss hin. Ist halt eine perfekte Sache. Schockwelle haben wir ja sowieso auch grundsätzlich noch auch als kleinen Stun im Großen und Ganzen für 2 Sekunden zumindest. Aber wenn die halt mindestens 3 Gegner trifft, dann wird die Abklingzeit nochmal wieder verringert von 40 Sekunden, dann haben wir noch 25, können es auch häufiger benutzen, ist auch eine schöne Geschichte an der Stelle. Ja, als nächstes donnernde Stimme, demoralisierender Ruf erhöht halt auch 40 Wut und erhöht halt den Schaden, den wir unseren Zielen zufügen. Deswegen kann man das dann auch noch mitnehmen, den Demo-Shout. Ist hier nochmal einfach, um es auch ein bisschen fluffiger und mehr Schaden halt rauszuhauen, denn wenn die DDs natürlich extremes Gear haben und ihr habt da sonst echt enge Not, die Akku zu halten, dadurch erleichtert es euch ein wenig die ganze Geschichte, kann man nehmen. Aggressionsmanagement hat den Vorteil hier, dass wir letztes Gefecht, Schildwall und demoralisierender Ruf um 1 Sekunde verringern die Abklingzeiten. Daher wähle ich das an der Stelle, bietet sich da auch an, lässt sich auch sehr, sehr gut damit spielen. Und wir kriegen viel Wut als Tank, sollte das so sein. Empfehle ich euch an der Stelle. Das sind die Talente, die ihr so verteilen wollt. Wir schauen uns jetzt mal die Azerith-Traits an und welche Essenzen ihr da ausrüsten müsst. Das ist eigentlich auch gar nicht so schwierig, denn da gibt es mehrere Sachen, die auf jeden Fall richtig gut sind. Und das Beste ist Festungen der Macht. Festungen der Macht, jetzt Bastionen der Macht heißt das auf Deutsch. Wenn ihr Avatar, also erstmal Avatar benutzt, erhöht das die Meisterschaft erst
In dem Fall, aber das ist nicht der Clou. Der Clou ist, dass man sofort Zähne zusammenbeißen bekommt. Und Zähne zusammenbeißen ist ein äußerst mächtiges Tool, gerade beim Verteidigungskrieger. Bezwingt den Schmerz und man ignoriert dadurch 50% des erlittenen Schadens. Das macht es dem Heiler einfacher. Ihr kriegt eins gratis, könnt es verwenden. Ist super, super geil. Kostet sonst 40 Wut, also 40 Wut gespart. Das nimmt man gerne, wirklich, wirklich gerne, gerne mit. Und das reduziert halt den Damage. Dann kann ich euch noch empfehlen, die Eiserne Festung. Die hatte ich ja hier am Helm. Ja genau, Eiserne Festung. Da kann man auch gerne ein paar mehr von haben. Denn wir erhöhen dadurch unseren Blocken und der Angreifer kriegt dadurch noch ein bisschen Schaden. Kritisches Blocken verursacht doppelten Schaden. Auch nochmal sehr, sehr nice an der Stelle. Bollwerk der Urtume wäre auch noch eine Sache, die ich euch da ans Herz lege. Da muss ich jetzt gucken, genau so ein Blatt ist das hier. Wenn ihr euch nicht bewegt, erhaltet ihr tiefe Wurzeln, erhöht die Vielseitigkeit. Wenn man sich bewegt, wird man entwurzelt und dadurch kriegt man noch ein bisschen Heilung. Ist auch ganz nett, so als kleiner warmer Regen, kann man mitnehmen. Ist aber super, hat sich auch empfehlenswert herausgestellt. Zermürbender Blitz wäre die nächste Variante. Jetzt muss ich gucken, aber ich glaube, ich habe den sogar gar nicht. Ohrenbetäubender Aufknall. Das ist auch immer ein bisschen leider mit Glück verbunden, was man da so bekommt. Nee, sehe ich jetzt hier gerade nicht. Aber durchtriebene Intrigen kann man natürlich auch noch mitnehmen. Und das hilft einem eigentlich auch enorm. Blutsport wäre auch noch die nächste Variante, die man da mit reinnehmen kann, wenn man das bekommt, aber das sind so die groben, die ihr so euch so besorgen solltet. Also Eiserne Festung, Zermürbender Blitz, Bollwerk der Urtume und Festung der Macht. Die vier, das ist schon gar nicht schlecht dann, wenn ihr das habt, wenn ihr das kriegen könnt. Dann kommen wir mal zum Herz von Azeroth. Welche Essenzen sollte man da reinpacken? Ich selber, es gibt da auch wieder zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die ich dir jetzt vorstelle, hat sich eigentlich für beides ein bisschen bewährt. Ich kann damit ganz gut tanken. Und das ist hier der Schmelztiegel der Flammen in der Hauptessenz drin. Denn ja, wir haben halt einfach, dass wir dass erstmal den Gegner beschießen können. Wir können uns damit halt auch noch selber einmal heilen. Ja, gerade Rang 3 ist das schon recht mächtig. Man kann das allerdings auch mit der Vision der Perfektion tauschen. Die habe ich allerdings hier unten mit drin. Denn das verringert die Abklingzeit von Avatar und erhöht halt die Vielseitigkeit nochmal. Wenn wir das aktivieren, den Avatar, dann kriegen wir nochmal 5% Lebensenergie wieder. Warum den Avatar? Der hat 1,1 Minuten Abklingzeit. Wir werden dann ein Koloss, wir verursachen 20 Sekunden mehr Schaden und werden von allen bewegungseinschränkenden Effekten befreit. Zusätzlich dazu kommt dann noch die Donnerknallrotation mit ins Spiel. Deswegen ist das da an der Stelle gar nicht schlecht, warum wir die Vision der Perfektion damit reinnehmen. Stärke des Wächters bietet sich auch an. A, Verderbniswiderstand wird erhöht, also dass ihr könnt besser mehr Verderbnis haben. Ich habe jetzt hier 47, ist natürlich viel zu viel für einen Tank, aber das liegt einfach an den Gegenständen, die ich hier noch angelegt habe. Kann man da auch ein bisschen switchen nachher. Wir speichern Heilung und irgendwann werden wir dann eben halt, wenn wir dem Angriff ausweichen oder der pariert wird, dann kriegen wir einmal diesen warmen Regen ab. Ist auch ganz nett, entlastet auch wieder den Heiler in gewisser Art und Weise. Es macht sich aber auch deutlich bemerkbar. Erinnerung an den Klartraum, wieder Wutregeneration. Wir brauchen viel Wut, wir wollen viel Wut verbrauchen. Wir können dadurch unsere Cooldowns reduzieren und dadurch Fähigkeiten häufiger anwenden. Ist an der Stelle und heilt uns natürlich auch nochmal zusätzlich. Deswegen ist das da an der Stelle gar nicht schlecht. Was kann man noch nehmen? Genau, den Klartraum, Vision der Perfektion. Hatte ich genau, Klartraum, Vision der Perfektion und die Stärke des Wächters. Schmelztiege der Flammen kann man natürlich auch halt tauschen mit der Vision der Perfektion, würde auch funktionieren. Ja. Das so zu den Azerith-Sachen. Ich gehe jetzt mal auf so eine kleine Basisrotation ein. Denn bei der Rotation ist es so, dass der Krieger eine Basisrotation hat und eine Multi-Rotation. Bei der Basisrotation ist es so, ihr geht hin zum Gegner, haut dem Schild in die Fresse, bap, habt ihr schon gesehen, ne? Schildschlag, dann macht ihr einen Donnerknall und danach könnt ihr eben halt mit Rache und Verwüsten weitermachen. Also nochmal, ihr haut dem Schild ins Gesicht, dann
Mach den Donnerknall. Rache. Und verwüsten, 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 verwüsten. Ich habe jetzt auch nicht Schaden gekriegt hier. Das ist so der Basisablauf, den ihr euch da ein bisschen einüben solltet. Also wir gehen da nochmal hin hier. Quasi Schild ins Gesicht, Donnerknall, Rache, verwüsten, verwüsten. Und dann könnt ihr wieder Donnerknall benutzen, dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das ist so das, was ihr immer drin haben solltet. Wenn ihr jetzt allerdings eine Multi-Rotation fahren möchtet, ich heile mich einmal selber hier. Es heilt dann über Zeit, ne? Das dauert einen kleinen Moment. Wenn ihr quasi eine Multi-Rotation fahrt, dann benutzt ihr den Donnerknall, die Rache, Donnerknall, Schildschlag und wiederholt das Ganze. Donnerknall, Rache, Donnerknall, Schildschlag. Mit Avatar aktiviert. Das ist ganz wichtig. Also Donnerknall, was sagte ich, Rache? So, dann Donnerknall, Schildschlag. Donnerknall, Rache, Donnerknall, Schildschlag. Ja, jetzt war ich nicht nah genug dran da. Aber das ist so das, was ihr dann immer wieder macht, wenn Avatar aktiviert ist. Avatar hat auch relativ, oder verringert sich ja auch ein bisschen von der vom Cooldown her. Immer so rotieren, weil ihr werdet häufig die Multi-Rotation fahren. Allerdings ist die Basis-Rotation natürlich auch durch den Donnerknall so und durch die Rache, weil die Rache geht halt nicht nur auf ein Ziel, sondern auf mehrere auch vor euch. Und verursacht dann Schaden vor euch. Das geht halt auch auf mehrere Ziele. Aber die wirkliche richtige AOE-Rotation ist die Geschichte, wenn ihr den Avatar aktiviert habt. Donnerknall, Rache, Donnerknall, Schildschlag. Immer so hin und her. Also Donnerknall ist sowieso generell ein sehr großes Element beim Defensivkrieger. Auch das ist da zu empfehlen. Verwendet auch Avatar so häufig wie ihr könnt. Denn es ist halt so, ihr verursacht mehr Schaden bedeutet mehr Aggro, easy. Das ist das, was wir wollen. Und durch die Cooldown-Reduktion ist es halt so, dass wir das halt dann mehrfach verwenden können. Oder häufiger verwenden können. Bei den ganzen Utility-Fähigkeiten, wie jetzt zum Beispiel hier Schildwall, letztes Gefecht, solche Sachen wie Zähne zusammenbeißen. Also Zähne zusammenbeißen solltet ihr sowieso immer dann verwenden, wenn ihr es könnt, weil ihr das hat nur eine Sekunde Abklingzeit, habt ihr viel Wut, Zähne zusammenbeißen, wenn ihr wisst, da kommt viel Schaden rein. So muss man nur ein bisschen die Feinheiten entwickeln, wann man das machen kann. Auch ebenfalls den Schildblock zum Beispiel, den kann man auch zwischendurch mal mit benutzen. Aber so Sachen wie Schildwall und letztes Gefecht, ganz, ganz wichtig, das ist eher mehr so für, wenn es halt arg brenzlig wird, ja, da könnt ihr euch dann auch noch durch den anspornenden Schrei, könnt ihr euch da noch mal ein bisschen mehr Lebensenergie holen. Ansonsten natürlich Schlachtruf. Schlachtruf für ein bisschen, für die Gruppe zum einen und für euch natürlich, um mehr Damage zu machen, empfiehlt sich da ganz an der Stelle. Ja, die Corruptions beim Defensivkrieger. Das ist auch relativ simpel. Ihr wisst jetzt ganz genau, was ich sagen werde. Twilight Devastation. Zwielichtverwüstung. Immer. Gerade als Tank habt ihr viel Leben. Ey, wenn das reinhaut, das macht Schaden ohne Ende. Schaden ohne Ende macht das. Gushing Wound würde auch gehen oder Expedient, also mehr Tempowertung sind da andere Varianten, die ihr noch zusätzlich dazu nehmen könnt. Falls sie sind auch günstiger bei Mutter, falls ihr euch das in der Herzkammer holt. Allerdings solltet ihr die Möglichkeit haben, Twilight Devastation zu bekommen, verwendet das auf jeden Fall. Echoing Void wäre noch eine vierte Möglichkeit, die ihr damit reinnehmen könnt, macht AE-Schaden. Also das wiederheilende Leere, das sammelt sich dann immer an und Bobs haut das dann an die Gegner raus. Das ist so ein schwarzer Kreis, der da von euch weggeht. Der macht auch ganz nett Damage, das ist schon in Ordnung so. Das sind so die Sachen. Wenn ihr Tempo benutzt, Expedient heißt es, dann ist das eher mehr so in die Richtung Defensive, weil wir brauchen Tempo für die Defensive. Das ist ganz wichtig. Dadurch erhöhen wir den Schildblock zum Beispiel und Ignore Pain dafür, also hier Schmerzen unterdrücken, dafür Zähne zusammenbeißen. Dafür ist es da, deswegen die Tempowertung. Aber gucken wir uns mal die Stat-Wertung an, also die Stat Priority und die Verzauberung, die man braucht beim Defensivkrieger. Ja, wie ich vorhin auch schon sagte, die Tempo ist ganz wichtig. Also so viel Tempo, wie es nur geht. Denn das erhöht halt verbessert unseren Zähne zusammenbeißen und den Schildblock. Das nächste, was dann in der Liste käme, wäre quasi Mastery wegen dem Blockwert. Denn Meisterschaft erhöht unseren Blockwert. Und wie hier steht, erhöht die Blockchance um 10,9% und die kritische Blockchance
In dem Fall Versatile, also Vielseitigkeit ist overall. Das gilt für alles. Also wir machen mehr Schaden, wir kriegen mehr Heilung, wir teilen mehr, also stecken mehr ein, teilen mehr aus. Perfekt. Wenn ihr eher mehr auf DPS gehen möchtet mit dem Death Warrior, wobei das eigentlich, ja, vielleicht als zweites Set jetzt, wenn ihr genug Ausrüstung habt, kritischer Trefferwert, sollte aber das letzte in eurer Liste sein, sondern ihr solltet da wirklich auf Tempowertung gehen. Ja? Da haben wir dann noch, nächster Notizzettel hier, was kann man daneben an Waffenverzauberung, ihr seht's, ja, das Schild bitte jetzt nicht betrachten, mein altes Schild, das haben die mir die Gobline geklaut, aber letztendlich, man muss halt einfach mal Glück haben und neues Schild finden. Nee, Nagerhaut an der Waffe solltet ihr nehmen für maximale Defensive, falls ihr da defensiver sein wollt, Kraftverstärkung für eher mehr eine ausgeglichene, offensivere Spielweise. Muss man sehen, wenn man nicht genügend aushält, dann nehmt ruhig Nagerhaut. Das hilft euch da an der Stelle auf jeden Fall weiter. Ansonsten Ringe Tempo. Tempo ist da ganz wichtig. Wenn ihr so die Ringe, ja genau, die Ringe mit Tempo verzaubern, dann solltet ihr schauen, dass ihr foodmäßig die Backportoffel esst. Dann kriegt ihr mehr Tempowertung und auch einen Stein als Tempo. Ihr könnt natürlich auch einen Crit nehmen, wenn ihr nochmal ein bisschen mehr kritischen Trefferwert haben wollt, aber ihr solltet auch da schauen, dass ihr da entweder Tempo oder Stärke nehmt. Stärke ist, hat hier in dem Fall eine kleine Besonderheit. Dadurch skaliert eure Rüstung durch die Stärke. Denn das, ja, und das ist eben halt. Und die Parierchance vor abnehmender Wirkung steht hier natürlich noch. Aber das ist nicht verkehrt. Also da würde ich eher mehr so auf Stärke gehen, gerade was Flask angeht. Das ist jetzt speziell auch auf die Flask gemünzt. Den Ausdauer ist zwar nett, aber bringt euch eigentlich nicht so viel wie Stärke. Die Rüstung, die ihr dadurch mehr habt, ermöglicht euch halt, dass ihr weniger Schaden bekommt. Ja, ihr seht das schon hier. Körperliche Schadensreduktion fast 70%. Das ist dann schon okay. Da gibt es natürlich noch viel krassere Werte, je höher man kommt, logisch. Aber letztendlich das generiert sich auch aus der Stärke heraus. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall irgendwie Stärke verwenden. Wenn dir das Video gefallen hat, ich habe hier mal meine Notizen, echt damit, dann gerne einen Kommentar unten da lassen, wenn ich was hätte verbessern können. Auch sehr, sehr gerne. Ich bin da immer sehr offen für vielschichtige Meinungen, auch gerade wenn es in Richtung Endgame geht. Da gerne auch noch was zu schreiben, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Allerdings, der Guide ist ja eher mehr auch für Wiedereinsteiger und Neulinge gedacht, die ihre ersten Schritte machen. Denn bei Profi-Guides ist es so, da muss man dann simulieren, da muss man gucken. Das ist immer situationsabhängig. Jedes Talent ist situationsabhängig. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass dir der Guide dennoch weitergeholfen hat und du das Denken jetzt ein bisschen einfacher hast. Wenn du da zu dem Guide auch noch speziellere Fragen hast, die sich jetzt vielleicht in dem Kommentar nicht klären lassen, schau mal ruhig auf Twitch.tv vorbei. Dienstag, Donnerstag und Samstags abends ab 20 Uhr spiele ich World of Warcraft. Stell ruhig deine Frage, es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur blöde Antworten. Jeder ist herzlich willkommen, auch Neulinge, Wiedereinsteiger. Dürft ihr gerne einfach mal mit reinschauen. Wir haben eine kleine, aber sehr feine Community, haben einen Discord-Server, haben einen Ingame-Chat, den wir nutzen als Plattform. Wir würden uns sehr, sehr freuen, dich begrüßen zu dürfen in unseren Reihen. Und vielen, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn du keine Guides mehr verpassen möchtest, lässt du einfach mal ein Subscribe da, machst die Glocke an, dann kriegst du immer eine Benachrichtigung. Danke fürs Anschauen. Wir sehen uns in der nächsten Instanz. Visarius. Ende.